der Andreas. Mhm. Wir sind hier im Reisemobilcenter Rhein-Main-Odenwald bei Otzberg in Blenkfeld. Das ist in der Nähe von Frankfurt. Wir gucken uns hier heute zusammen ein paar Wingams an, kommen ein bisschen auf die technischen Sachen zu und probieren einfach mal alles ein bisschen aus. Also der Tisch ist hier vorne arretiert. Also wir haben einen Sperr. Okay, okay. Und dann kannst du... I was looking for that. Kannst du zur Seite und nach vorne und nach hinten. I'm calling it a magic table. Genau. Du kannst auch sehr schön hier vorne sitzen. Ah, dafür okay. Einmal hier entriegeln. Und jetzt haben wir einen Tisch mit alle dabei, alle Leute richtig, dabei. Richtig, jetzt können wir hier ohne Probleme zu fünft sitzen. Das sieht gut aus. Genau. Big Space. Wir haben halt durch das Hubbett viel Platz. Sehr viel Platz. Dadurch, dass man halt alles sehr schön zur Seite arbeiten kann, komprimieren kann, lässt sich halt auch viel verstauen. Und das ist. Das ist ganz, sieht ganz gut aus. Genau, also es ist ein Teil. Wir haben keine Dichtnähte zwischendrin. Wir haben einen Guss. Das Kochfeld ist eingesetzt mit Piezo-Zünder, also Elektrozünder. Das heißt, wenn wir drauf drücken, haben wir automatisch Zünder, kein Feuerzeug. Jo. Genau. Und das Design hier, different. Genau, sehr edles Design, bisschen hochwertiger verarbeitet wie andere Reisemobile. Sind halt ein Monocoque-Fahrzeug. Also ein Teil, das heißt, die Fenster sind alle im Nachhinein reingekommen. Das heißt, das war vorher eins und dann reingeschnitten. Für das Hubbett müssen wir die Stühle zur Seite machen. Okay. Und jetzt sind wir in Oasis. Das ist ein Oasis 610 GL. Genau, das Hubbett ist mechanisch, das heißt nicht elektrisch. Wenn die Sitze vorne arretiert sind, einfach runterziehen. Und dann kommt man über eine Leiter ins Bett. Man hat dann vorne das schön große Panorama, man hat Schlaflichter. Ah, das ist gut. Genau. Kann schön in den Sternenhimmel gucken, kann das Fenster vorne aufmachen, kann dieses Fenster hier vorne aufmachen. Genau. Alle Fenster sind mit Fliegengitter und Verdunklung ausgestattet. Ah, okay. So dass wir halt auch im Sommer mit offenem Fenster schlafen können. Das ist gut. Genau. Wir haben auch hier einen richtigen Lattenrost. Also wie zu Hause. Schön bequem. Sehr, sehr weiche Matratzen. Comfortable. Genau. He says that the windows has a net for the mosquitoes and things like this. Also wir haben hier einmal die Verdunklung und haben hier das Fliegengitter. Das gilt für alle Fenster, oben und an den Seiten. Und die Tür hat auch ein Fliegengitter. Wir haben breite Wände, wir sind doppelter Boden. Das Wetter. Genau, das Fahrzeug ist winterfest, deswegen sind wir auch so hoch. Ah, okay. Weil wir das Boden ist doppelt. He says that for the temperature is very good protected from the weather. Therefore it's a little bit thick and here it's protected for the winter and things like this. Und hier haben wir... Genau, hier haben wir das Badezimmer. Das ist ganz klassisch, wie man es eigentlich kennt, in jedem anderen Reisemobil. Wir haben die Toilettensteuerung, über die kann man dann spülen. Das heißt, man drückt drauf, so lange wie man drückt, kommt natürlich auch das Wasser. Das ist nicht wie zu Hause. Die Kassette zeigt Ihnen an, wenn sie voll ist. Das ist halt ein bisschen hochwertiger. Wir haben einen schönen Plastiksitz, lässt sich sehr schön reinigen. Man kann alles aufmachen. I think he says that there is an indicator when it's full. Das haben sie gesagt. Genau, genau. Also das ist der Anzeige, wenn full ist, die Kassette voll ist, genau. Ich schaue gerade mal, ob wir Strom haben. Ja. Ah, haben wir das fertig? Bitte. So. Είμαστε στο Oasis 610, Oasis 610, the model. Genau, das ist ganz gut. Wir haben normales Licht und dann haben wir Schlaflicht. Das heißt, wenn jetzt... Das können wir alles wechseln. Genau, das können Sie durch Touch, also das Touch. Drei. Genau, also einmal aus, das Reden, blau, weiß, aus. Genau. Super. Das ist
Die sind Touch, die anderen sind über Schalter gesteuert. Also wir haben jetzt hier eine LED-Leiste, die ist hier vorne, auch Touch. Ah, Touch. Hm. Genau. Hier vorne können auch noch mal zwei... Das ist ganz gut. Genau. Hm. Das ist halt, wenn man nachts aufs Klo muss, dann ist es nicht so hell. Hm. Dann stört man den anderen nicht. He says that there is a possibility to change for reading or relaxing. Mm-hmm. And it's, mm-hmm. So I didn't know that this exists here. Yes. This, auch diese? Nee. Diese ist fest. Normal, normal. Ja, das ist fest. Mm. Das ist über den Lichtschalter. Ah, okay. Okay. Mm. Und hier haben wir auch Platz. Genau. Und wir für haben eine Person. Genau, nochmal einen zusätzlichen Schlafplatz, über den man auch mit einer Leiter reinkommt. Dafür die Leiter halt einfach arretieren. So, ich bin ganz hoch. Ich bin, wie kann ich das sagen? Ich bin ganz lang. Ich bin groß. Ich bin groß. Genau. 190 bin ich. Und hier kann ich auch. Genau, du kannst hier ohne Probleme stehen. Und auch ein bisschen Platz. Genau. Also wir haben halt bis versucht, alles rund zu machen. Bis 198 vielleicht. Keine Probleme. Ja. Hm. Viele Leute sehen meine Video, weil ich groß Mann. Ja, es ist dann schwer, da ein Auto zu finden. Ich immer sage, ich bin 190, so Leute können sehen, wie das... Genau, was bei Wingham halt auch recht schön ist, geht's selten, ist der Durchgang in die Heckgarage. Hier sind wir in der Garage. Mhm. Genau, du musst nicht extra raus, um was aus der Garage zu holen, sondern du kannst so zugreifen. Das ist gut für Bicycle, Fahrrad oder eine kleine Motorrad. Das geht auch, das könntest du auch da reinstellen. Ich habe ein ganz kleines Motorrad, Moped. Ein Moped? Peugeot. Das kannst du da reinstellen, genau. I'm talking about, I have one Moped, Mofa. Moped and I can put it inside, for sure. Mm. Peugeot Mofa habe ich. Und here we are. So, vielen Dank für deine Help und für, wie heißt das? Die Erklärung. Die Erklärung, ja. Wir sind in im Reisemobilcenter in das City. Otsberg-Lenkfeld? Genau. Und das Nummer, Telefonnummer. We are in Germany, in number one in the world in the camper. That's right. Yeah. I want to see the toilet one more time with the lights open. Oh, now it's better. Magda. Okay. Und hier haben wir das Magnet. Ist das auch Magnet? Nein, das ist fest. Apinöpel. Nase. Also das, doch, das ist Magnet. Und Magnet. Machst du so? Fest. Ganz, ganz stark Magnet, ne? Ja. Und locker. Genau. Du kannst das verriegeln, also du kannst ist alle doppel, Fenster verdunkeln. Doppel Glas. Genau, doppelverglas, weil wir eine Kältebrücke haben. Wie ein Haus. Wie ein Haus. Da haben wir auch Doppelglas, ist, genau. Was vielleicht auch interessant wäre, wäre vorne, dass man verdunkelt. Ah. Du hast ja... Kannst du dran rückschieben. Ah, okay. Wenn der ab ist, dann kannst du das bis hoch machen. Okay. Und das gleiche haben wir hier neben. Privacy. Yes, lovely. Private in Deutsch. Mm. Privacy. Nice. Genau, wir haben Gasfedern an den Schränken. Und es gibt sie hier. Ja, noch ein Space hier. Platz. Stauraum. The Magic Table. Genau. Willst du die verschiedenen Stoffmuster noch sehen?
Ja. Habe ich drin Musterkissen. Ich weiß nicht, aber können wir das auch sehen? Andere habe ich drin. Ah, okay. Zum Angucken. Okay. Dass wir die vielleicht hier hinlegen, dass du die angucken kannst? Okay, wir können das machen. Νομίζω ότι θέλουμε να δείξει σαλόνι διαφορετικό. Περίμενε με. Έρχομαι κι εγώ. Genau, die verschiedenen Stoffe. Das können wir... Das kannst du konfigurieren. Das heißt, wenn du lieber diese Farbe oder diese Farbe haben möchtest. Und das kommt mit der differenten Farbe? Genau, also du kannst dann aussuchen. Da drüben haben wir schon die Prospekte. Oder du kannst das mitnehmen heute. Also, den könntest du jetzt direkt kaufen. Ah, okay. Aber ist, wenn du different Farbe willst, dann musst du... Musst du bestellen. Also, bestellen. So ist er ja gerade. Das ist der draußen. Ah, das ist das draußen. Genau. Stimmt, genau, das ist das im Auto. Genau, und die anderen müsstest du halt bestellen. Also, wir haben uns jetzt für den entschieden. Der hat dem Chef gefallen, ist auch Italiener. Hat ihm halt ganz gut gefallen, genau.